Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Je mehr wir in unserem Bewusstsein anfangen zu steigen, umso spannender, interessanter, aufregender, genialer wird das Leben. Je mehr wir noch in der Illusion gefangen sind, Opfer der Umstände sind, Opfer unseres eigenen herumdirigierenden Verstandes sind, umso schwieriger ist unser Leben. Wenn wir sehen, wow, wir müssen uns überhaupt nicht Sorgen machen, sondern wir sind selber in der Lage, uns durch die Schwingung von unserem Herzen in eine höhere Schwingung zu bringen und damit immer mehr von dem, was wir eigentlich sind, von unseren Fähigkeiten aktivieren und damit leicht und unkompliziert unser Leben navigieren. Mein Mann war jetzt letzte Woche in Europa und ist bei diesen extremen Regenfällen, musste er zum Flughafen. Und alles war überschwemmt und alles funktionierte äußerlich nicht. Und er hatte über mich die Techniken und die Aktivierung gelernt, über die innere Stimme den Weg zu gehen. Und es hat zwar eine Weile gedauert, aber alles, was nicht ging, funktionierte wunderbar und hatte ihm auch gleichzeitig noch ganz viel Freude bereitet. Wir sind damals bei Covid gemeinsam 2020 im Juli nach Europa geflogen. Wir waren fast die einzigen Leute, die geflogen sind. Und wir sind zurückgekommen nach Indonesien, obwohl es hieß, alles ist restlos zu. Kein Mensch kommt da rein. Das Einzige, wie man nach Indonesien reinkommt, ist, wenn man von der Regierung gebraucht wird. Ja, und dann wurden wir eben von der Regierung gebraucht und hatten entsprechende Papiere. Der Punkt ist, hier ist etwas sehr Entscheidendes. Gerade jetzt auf dem Weg des Erwachens, wenn wir erkennen, dass das, was wir begegnen, wir selber sind. Unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Erwartungen, unsere eigenen Ängste. Ich frage dich mal, kannst du deine Gedanken und Gefühle ändern? Ja, natürlich. Vielleicht bist du es nicht gewohnt. Aber selbstverständlich. Die Frage ist, von was gehe ich aus im Leben? Gehe ich davon aus, immer noch, dass das Leben gegen mich ist? Oder bin ich so weise und fange an, mich dafür zu entscheiden, dass das Leben für mich ist? Das ist Bewusstsein. Wenn ich mich dafür entschieden habe, dass das Leben für mich ist, kann ich mich dafür entscheiden, dass die Dinge für mich sind. Das startet schon am Morgen. Wenn ich aufwache, kann ich mich dafür entscheiden, dass es ein schöner Tag ist. Vielleicht ist es sogar der schönste Tag meines Lebens. Warum nicht? Und das kann ja ständig der Fall sein. Das ist Frage deines Bewusstseins. Gehe ich davon aus, oh, es ist alles so schrecklich und das Wetter ist so schrecklich und ich kann nicht und kein Geld und ich weiß nicht und die Katastrophe und die Zukunft wird so schlimm und so weiter. Oder dann bin ich Opfer und projiziere das Opfertum am Morgen beispielsweise. Oder ich sage, arrivederci mit den Gedanken.
Bye bye, auf Wiedersehen, adieu. Und frage mich, was sind die schönsten Gefühle, Gedanken, Empfindungen, die ich in meinem Herzen haben kann? Beispielsweise Dankbarkeit. Wie baue ich Dankbarkeit auf? Ja, indem ich mir was Schwierigeres vorstelle und schon werde ich dankbar. Stell dir vor, dein Arm wäre abgehackt. Dann bist du schon sehr dankbar, dass der dran ist und nicht, dass der Fall ist. Oder stell dir vor, du wärst jetzt gerade in so einer Flut untergegangen mit deinem ganzen Hab und Gut. Das ist nicht der Fall, vermute ich. Also kannst du tief dankbar sein. Und der Punkt ist, selbst wenn was untergegangen ist von deinem Teil, dann überleg dir, ob du noch am Leben bist. Vielleicht bist du dafür dankbar oder jemand, den du liebst. Es gibt immer Gründe, warum du doch dankbar sein kannst. Und diese Flexibilität im eigenen Denken, diese Flexibilität in der eigenen Erschaffung der Gefühle ist es, worauf es ankommt. Das ist zentral an dieser Stelle anzufangen, aktiv zu werden. Denn in dem einen Fall, wo ich von der Katastrophe in die nächste Katastrophe gehe, bin ich Opfer meines eigenen Denkens, meines eigenen Verstandes, meiner Gefühle, die von alleine auftauchen und der Dinge, die ich um mich herum sehe. Im anderen Fall fange ich an, aktiv zu werden und zu sehen, weil wenn du das anfängst, und Dankbarkeit ins Feld setzt, setzt, dass der Tag ein wunderschöner wird, setzt, dass das, was du vorhast, zur Blüte entsteht, dass du getragen wirst, dass du geführt wirst. In unserem Fall habe ich zum Beispiel eben bei Corona gehört, egal was ist, wir kommen zurück nach Bali. Ich habe vertraut, geglaubt daran und der Glaube und das Vertrauen da hinein in meine Führung von innen hat uns zurückgeführt. Ja, so wie was jetzt Christian vor ein paar Tagen erlebt hat in Europa. Es gibt keine Hindernisse mehr, wenn wir das von innen verstehen. Wenn wir nach innen hören können. Natürlich muss ich dazu zu meinem Herzen hören können. Ich muss natürlich hören können, ob das jetzt in Übereinstimmung ist mit meinem eigenen Lebensweg. Das hat was mit Intuition zu tun, das hat was mit Verbundenheit mit meinem Herzen zu tun. Es ist gerade mein neuester Kurs gestartet zu dem Thema. Kannst du dich noch hier unten drunter erkundigen? Kannst du vielleicht noch dazukommen, wo das, wenn du sagst, boah, das muss ich lernen, dann schau, was, wie du geführt wirst. Also der Punkt ist, hier liegt auch schon alles, was dir sehr wohl oder sehr wohl nicht begegnet. In deinem Leben. Du kannst dir vorstellen auf einer anderen Ebene. Dein Seelenplan, das, was du dir vorgenommen hast hier auf der Erde, bevor du inkarniert hast, ist das Wesentlichste, was du hier erfährst. Alles andere ist mehr oder weniger für die Fische. Also vor allem, wenn du der Angst folgst und also dich hier in dieser Trickmatrix, ja, sozusagen ins Boxhorn jagen lässt. Aber das tust du schon gar nicht ganz, ganz ehrlich gestanden, weil sonst würdest du niemals hier vor meinem Video sitzen. Ja, das ist egal, wie es ausschaut, so schlimm kann es nicht sein. Weil du bist ja schon hier. Ja, jemand, der davon noch gar nichts in der Frequenz in sich hat, der kann mir nicht zuhören. Fertig. Und jetzt ist eben die Frage, den Mut zu haben, dem zu begegnen, was dir im Leben begegnet. Denn dein vollkommenes inneres Wesen ist immer da. Deine innere Stimme ist immer da. Der wissende Anteil in dir, der das alles organisieren kann, regeln kann im Leben, ist immer da. Und da, wo du ihn nicht hörst und nicht fühlst, ist ganz einfach nur dein Verstand stärker. Jetzt geht es darum, das zu erkennen und zu sagen, ja danke, du musst ja so funktionieren, du machst mich zur Schnecke und erzählst mich, wer nicht wert, aber ich muss dem ja nicht glauben.
Das sind die Erfahrungen, die ich aus der Vergangenheit heraus gemacht habe. Fängt ja schon mit der Schule an. Wenn ich schlechte Noten nach Hause bringe, dann meinen ja viele Kinder, sie wären schlecht. Stell dir das mal vor, es ist ja völlig für die Fische. Sie sind ja nicht schlecht, weil sie schlechte Noten nach Hause bringen. So was Quatschiges, ja. Aber Bewusstsein ist das. Nicht, ich bin nicht gut oder schön, weil ich also irgendwelchen Schönheitsvorschriften von außen folge, sondern ich bin schön, wenn ich wahrhaftig ich selbst bin und zu mir stehen kann. Ja, es interessiert niemanden, wenn eine Tulpe eine Rose wird, nicht? Es interessiert, wenn eine Tulpe als Tulpe voll auferblüht und wunderschön ist, als die Tulpe, die sie jetzt gerade ist. Ansonsten, wenn man wirklich sehen kann, gerade die ganze Surgery und Geschichten, sieht man, das ist ja auf einer energetischen Ebene völlige Verkuppelung. Wenn diese Menschen sich sehen könnten auf einer wahren Ebene, würden sie denken, oh Gott, was habe ich denn mit mir gemacht? Verkrüppelt. Verkrüppelung. Also das geht um diese, wo schaue ich eigentlich hin, auf welche Ebene schaue ich ins Physische rein und denke, das, was jetzt ist, ist, das ist alles, was ist und kann weiter nicht wahrnehmen oder erkenne ich, nein, das ist also gar keine Realität sogar zu allem Überfluss, sondern das ist meine eigene Innenwelt, meine eigene, mein in mir lebendes Bild von der Welt und der Realität. Wenn ich das anfange zu erkennen, natürlich ist das Bild außen so, wie du es glaubst, weil das ist ja der Schlüssel. Aber wenn du siehst, dass ich das, was ich glaube, verändern kann, dann geht's los. Ja. Ich lebe im Paradies ganz einfach, weil ich ausschließlich meiner inneren Stimme folge. Fertig. Mehr nicht. Ich habe meine Führung an das. Und innere Stimme bedeutet, das ist das Einssein, das ist das göttliche Bewusstsein in allem, was ist. Das lebe ich, das kann gar nichts anderes als volle Erfüllung sein. Von Augenblick zu Augenblick zu Augenblick, weil es eigentlich nur Augenblick gibt. Dieses Spektrum liegt in dir zur Verfügung. Ich bin ja nichts anderes wie du. Ich habe vielleicht ein paar Sachen erkannt. Der Punkt ist, du erkennst sie jetzt auch. Und der Punkt ist, das ist genial, wenn du startest, neu in dir Bilder zu erschaffen von dem, was du leben willst. Das fängt damit an, dass ich für das, was ich habe, dankbar bin, weil in dem Moment erzeuge ich authentisch eine neue Energie. Ich muss jetzt nicht anfangen mit Bildern in Bali, am Strand und sonst irgendetwas, sondern fang mal mit dem an, was du hast. Erkenn mal das alles, was du hast. Dann fängst du an, die Reichtümer, die schon da sind, zu erkennen an. Und das ist eine starke Energie. Fang an, über die Dinge dankbar zu sein. Ständig, immer mehr und immer ausführlicher. Und fange an, Intentionen zu setzen. Egal, was du machst. Wenn du ein Telefonat hast, setze die Intention, dass es ein harmonisches, schönes, erfüllendes Telefonat ist. Wenn du eine Tätigkeit ausführst, setze die Intention, dass diese Tätigkeit voll erblüht. Wenn du wohin fährst, setze die Intention, dass du genial dorthin geführt wirst und leicht und unkompliziert an dein Ziel kommst. Wenn du, egal wo, setze die Intention. Und ich sag dir jetzt eins der wesentlichsten Schlüssel für alles, das, was du wirklich willst in deinem Leben. Der Glaube an das, egal was es ist, selber ist die Energie, die das, was du willst, erschafft. Der Zweifel kattet die Energie, die das erschaffen will. Den muss man rausschmeißen. Das ist immer der Verstand.
Wenn du, und das kannst du trainieren, muss ja nicht heute gleich der Meister sein, kannst ja dir Zeit nehmen, wenn du das noch nicht gemacht hast oder das jetzt erlernen möchtest. Also wenn du morgens in die Intention setzt, dass das dein schönster Tag heute ist, egal was die Umstände draußen sind, dann lasse los und vertraue. Und schau, was passiert. Viele, 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 viele Menschen sind noch in der Verdrehung vom Verstand. Und die Kernverdrehung ist, dass sie nicht wertvoll sind. Und das glauben sie ganz tief. Und wenn sie glauben ganz tief, dass sie nicht wertvoll sind, wenn sie sich immer wieder boykottieren. Das Gegenteil ist der Fall. Du bist so unfassbar wertvoll, wie du dir vermutlich keinen Begriff davon machen kannst. Arbeite an dem Thema deines eigenen Wertes. Und dieser Wert ist nicht gekoppelt an dick, dünn, hübsch, hässlich, erfolgreich, nicht erfolgreich, tolle Tätigkeit, nicht tolle Tätigkeit. Nein, dieser Wert ist deine pure Essenz. Der ist also mit nichts messbar um dich herum, was du tust. Es ist vollkommen egal, ob du unter der Brücke lebst oder der Kaiser von China bist, für diesen Wert, der du wirklich bist. Und alleine das sich damit beschäftigen und erkennen, was ist denn dieses Wertvolle in mir, das aktiviert den Fluss zu dem, was ich innere Stimme nenne. Das ist die Energie in dir, die sich nicht verändert. Wenn du in die Meditation gehst und in die Stille gehst und anfängst, den Punkt in dir aufzusuchen, der immer gleich ist in dir als Energie, den du immer wieder erkennen kannst. Und wenn du in der Lage bist, kannst du auch erkennen, dass der schon vor deinem Leben da war und der dem zugeschaut hat, wie du deinen Körper hast gebären lassen. Das Ganze, von dem ich rede, sind Prozesse, die ich ausprobieren muss, wo ich neue Intentionen setze, wo ich erkenne, wuff, jetzt bin ich wieder einfach nur so das Leben nachgerannt, habe überhaupt keine Intention gesetzt, es ist in mir aufgetaucht, wuff, der war so doof, wuff, ding, ding, ohne drüber nachzudenken. Und dann sagst du, okay, ja, ja, ist in Ordnung. Deswegen sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ich werde jetzt mehr und mehr anfangen, anstatt zu reagieren, zu agieren. Und das ist auch schon alles, worauf es ankommt. Meister das, was in dir ist und erlaube dir, deine ganze gewachsene Struktur von Personality, Persönlichkeit, neu zu definieren, neu zu strukturieren. Sie zu erkennen, okay, das ist so eine Spielfigur, mein Körper, Person, Identity. Aber ich bin das nicht. In dem Moment, wo ich eben mit den Dingen anfange, so umzugehen, damit zu spielen, mal mitten im Alltag innezuhalten und zu sagen, so, also was habe ich jetzt bisher gespielt? Stimmt das mit dem, was ich wirklich will, überein? Oder ist es genau das Gegenteil? Ist es genau das, was ich nicht haben will? Und dann erlaube dir mal, neu zu spielen. Hier in diesem Prozess und in dem, was ich dir hier in diesem Video gebe, liegt auch schon alles, alles aus einem schweren Leben in ein fantastisches Leben zu gehen. Alles liegt an dir, in dir und an deiner Hand. Und das ist das Tollste der Welt, weil wenn du erkennst, es ist an dir, bist du nie mehr abhängig von irgendjemandem, scheinbar von außen. Nie mehr.
Du erkennst plötzlich all die Dooflinge, die da in der Welt wirklich unverrückbar beschissen sind. Das sind deine eigenen festen Vorstellungen von einer Situation. Vielleicht hat er dich verletzt und du kannst nicht verzeihen und es nicht loslassen. Ja. Und das kannst du so lange praktizieren, bis du es änderst. That's it. In diesem Sinne freue ich mich. Ich kann es gar nicht abwarten. Menschen und immer mehr. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen in das aufzuwachen, was sie wirklich sind. Denn im Kern ist wirklich jeder Liebe. Und wenn er in das Bewusstsein zurückkommt, was er wirklich ist und dass er Schöpfer ist von den Dingen und erkennt, er ist, geht aus dem Opfertum wirklich tief heraus, befreit sich alles aus der jetzigen Matrix, die manchmal vielleicht für den einen oder anderen noch mühselig, anstrengend und sehr schwer ausschaut. Ja, bis dann, ich freue mich aufs nächste Mal auf dich. Ich zeig dir kurz, wo ich hier bin. In meinem neuen Paradies mit lauter herrlichen Passion Fruits. Wie heißen die? Maracujas, glaube ich, in Deutsch. Oberhalb von mir. Die plumpsen dann runter und beglücken mich mit herrlichem Geschmack. Das nennt man Paradies, glaube ich. In diesem Sinne liegt in dir auch.